Wichtig ist, dass die Kinder schon recht zeitnah lernen, dass es bestimmte Dinge gibt, die sie nicht ändern können. Wir haben häufig Kinder im Coaching, die sagen, ja toll, ich will aber kein Buskind sein. Oder mein Mathelehrer, der ist blöd und ich wünsche mir einen ganz anderen. Oder in der Klasse gibt es Kinder, die mich stören. Und das ist schwierig, wenn ich jetzt sagen würde, ja, dann schauen wir mal, wie wir an der Stelle was ändern können. Weil es gibt Dinge, die wir in unserem Leben haben, die wir einfach nicht ändern können. Was wir immer ändern können, ist die Art und Weise, wie wir darauf reagieren. Was es mit uns macht, wie wir das umgehen, in welchen Rahmen wir das Erlebte setzen. Und da zeigen wir den Kindern, wie das funktioniert. Wie kann ich den Schulweg meistern, ohne dass es mich jetzt aufregt, mit einem Bus zu fahren? Wie kann ich es tolerieren, wenn andere Kinder Witze über mich machen? Und wie kann ich damit umgehen? Und wie kann ich vielleicht aufgrund meiner Motivation super Mathe lernen, trotz meines Mathelehrers? Und das sind, glaube ich, wesentliche Bausteine, die nicht nur als Kind, sondern auch später im Erwachsenenleben, glaube ich, es viel leichter machen, wenn plötzlich nicht mehr andere die Schuld haben dafür, wenn was nicht klappt, sondern ich, weil ich für mich etwas ändern kann, wenn ich merke, dass ich am Lenkrad meines eigenen Lebens sitze und da dann auch viel mehr ausrichten kann. Und das zeigen wir den Kindern und das können die unheimlich, gerade Kinder, unheimlich gut umsetzen und einsetzen schon bereits.